Guten Morgen aus dem Survival-Modus von Fallout 4. Den gibt's ab sofort auf Steam in einer Beta-Version. Da müsst ihr rechts auf euren Fallout 4-Eintrag draufklicken, dann auf die Karte Betas gehen und da den Survival-Modus aktivieren. Und dann klickt ihr im Spiel auf Einstellungen, Gameplay und dann bei Schwierigkeit Überleben. Und dann habt ihr den aktiviert. Das geht mit jedem Spielstand, also egal, ob es ein neuer Playthrough oder euer alter Spielstand ist. Und dann ändert sich eine ganze Menge und das hat alles hier mit eurem Bett zu tun. Denn im Survival-Modus kann man nicht mehr frei speichern, nur noch wenn man sich ins Bett legt und dann schläft, dann kann man speichern. Das sind die oben automatisch gespeichert. Und ihr seht außerdem unten bei meinen Aktionspunkten einen roten Malus und auch das hat mit dem Schlafen zu tun, denn wer nicht regelmäßig schläft, isst und trinkt im Survival-Modus, der bekommt hier eine Strafe. Auch die Special-Werte werden immer schlechter, das heißt, man muss regelmäßig schauen, dass man Nahrungsmittel und Getränke zu sich nimmt. Ich habe jetzt hier nur ein relativ überschaubares Menü und die haben wahrscheinlich jetzt mehr geschadet, als sie mir geholfen haben. Man muss also auch darauf achten, was man da isst, da unterschiedliche Speisen unterschiedliche Nährwerte haben. Andere sind wieder verstrahlt, also da muss man dann sehr viel genauer gucken, was man da isst. Man kann nämlich jetzt auch krank werden, wer so nicht gut genug auf sich Acht gibt oder von bestimmten Gegnern mit bestimmten Angriffen getroffen wird, der wird krank und dann muss man sich erstmal Antibiotika craften. Und das sollte man am Anfang vermeiden, wenn man noch nicht so viele Materialien hat. Ich laufe jetzt hier durch die Pampa, was vermutlich auch der Großteil eurer Spielzeit sein wird, denn es gibt keine Schnellreisefunktion in diesem Modus. Jetzt werde ich hier gerade schon angegriffen von irgendwas. Und zwar von dieser kleinen Red-Kakerlake. Aber habt ihr gesehen, wie viel Schaden dieser eine Angriff schon gemacht hat? Ich habe schon so viel Schaden durch diesen einen Red-Kakerlaken-Angriff bekommen. Ich kann jetzt trotzdem hier mal ein Stimpack nehmen. Und da seht ihr auch eine Neuerung. Ich werde nicht mehr sofort hochgeheilt. Dieses Stimpack, das ist jetzt ein langsamer Heilprozess, so ein Heal over Time. Und das heißt, ich muss mir auch deutlich besser überlegen, wann ich mich heile und ob ich überhaupt in einen Kampf reingehen sollte, da das eben so langsam heilt. Man sieht außerdem auch Gegner nicht mehr auf dem Radar, sonst sind ja immer so rote Punkte. Erst wenn ich die jetzt mit meinem Visier anvisiert habe, kann ich Gegner sehen. Zum Beispiel jetzt hier wie diesen Käfer. Ich gehe jetzt hier nochmal zurück. Noch taucht immer nichts auf dem Radar auf, obwohl ich den schon im Wetz hatte. Also man muss da ganz genau schauen und die Kämpfe sind richtig knifflig. Den hatte ich jetzt mal praktischerweise mit einem kritischen Treffer erwischt. Aber das war jetzt nichts. Die Kämpfe sind deutlich schwieriger, auch weil die Begleiter jetzt nicht mehr so viel einstecken können. Generell teilen Feinde viel mehr aus, aber wir haben auch eine Möglichkeit, mehr auszuteilen. Es gibt nämlich einen neuen Perk namens Adrenalin. Und zwar, wenn ich 5 Gegner getötet habe, dann bekomme ich einen zusätzlichen Adrenalinrang und jeder Adrenalinrang gibt 5% mehr Schaden. Das kann bis zu 50% mehr Schaden sich nach oben steigern und dann, wenn ich wieder schlafen gehe, nimmt dieses Adrenalin wieder ab. Aber da die Kämpfe eben so schwierig sind, sollte man sich zweimal überlegen, ob man da wirklich versucht, gezielt auf Adrenalin-Perk zu spielen. Das ist vermutlich nicht so empfehlenswert. Was auch neu ist, ist, ich kann nicht mehr so viel Gegenstände mitnehmen, denn sobald ich Sachen einstecke, wird mein Tragelimit sehr viel schneller voll. Ich laufe dafür jetzt mal kurz zurück zur Kiste und versuche einfach mal so viel Krempel wie geht einzustecken, denn das kann ganz schön schlimme Folgen haben. Es ist nämlich so, wenn man hier überladen in diesem Modus rumläuft, wird man nicht nur sehr schnell müde, man verletzt sich sogar dabei. Man kann sich die Füße mehr oder weniger verkrüppeln. Ich nehme jetzt hier mal alles mit. Ich habe mich jetzt hier in der Zwischenzeit mal zu Demonstrationszwecken extrem überladen. Und wenn ihr jetzt hier mal ins Menü reinschaut, habe ich jetzt im Inventar 228 von eigentlich 130. Und das führt dazu, dass ich, wenn ich mir jetzt hier die statusverändernden Effekte anschaue, bekomme ich eben hier periodischen Schaden auf Ausdauer und meine Bewegungswerte sind reduziert, weil ich eben überladen bin, dehydriert, hungrig und Schlaflosigkeit. Also das sind alles Dinge, mit denen man rechnen muss. Das macht Fallout 4 zu einem deutlich anderen Spiel. Man muss sehr viel taktischer spielen, man muss Räume durchsuchen, nicht nur weil man da coolen Loot drin erwartet, sondern eben auch weil man es zum Überleben braucht, zumal es eben die Schnellreise auch nicht mehr gibt. Das heißt, man muss jede Reise, die man tätigt, muss man irgendwie planen, wo kriegt man sein Essen her. Und es ist auch so, dass die Gegenden nicht so schnell wieder mit anderen NPCs oder Items bevölkert werden. Das heißt, ich werde dazu gezwungen, immer weiter zu ziehen. Jetzt habe ich auch gerade hier richtig Schaden gekriegt dafür. Ich finde es eine coole Idee, es ist ein cooler Modus, der aber noch nicht fertig ist. Die Entwickler von Bethesda wollen das zusammen mit der Community weitergestalten, um die Werte, so wie sie momentan sind, genau richtig zu machen. Und dann kommt das Ganze auch auf die Konsole. Ich finde das aber als ersten Eindruck schon mal ziemlich cool. Probiert es wie gesagt aus, gibt es kostenlos auf Steam in der Beta-Version.